Ground and Pound TV, Marc Bergmann hier nach wie vor auf der Mixed Fight Night 4 in Wels in Österreich. Und bei mir steht nun Andrew Sobaldo, der im Co-Main-Event des Abends den deutschen Cengiz Dana besiegen konnte. War ein etwas unglückliches Urteil, gab da ja gerade schon ein paar Diskussionen. Wir werden jetzt mal kurz mit ihm sprechen, wer das Ganze gesehen hat. Andrew, du hast gerade gegen Cengiz Dana gekämpft, hast ja den Kampf gewonnen nach der ersten Runde. Musstest am Anfang ein paar Schläge nehmen, konntest ihn danach aber sehr gut am Käfig kontrollieren. War das die Taktik, dem Standkampf aus dem Weg zu gehen? Comment il voit la situation? Comment il voit le combat? O que tu achou do combate? O que dessa situação que o juiz parou a luta? Da posição que você estava, o que tu achou? A posição que eu estava era bastante forte, treino bastante ela. Meus companheiros de treino sabem muito bem. E eu, na verdade, eu achei uma pena, né? Que eu achei o oponente bastante forte. Eu sabia que ele era forte. E gostaria de ter lutado os três rounds, ou se não fosse uma finalização, um nocaute. Mas foi o que aconteceu, interromperam, não tive culpa. Ele consegue combater três rounds com o Luiz, que ele sabe que o Max é três duro. Mas como ele separa a decisão do Luiz, seu árbitro, seu medicina, ele matou, não sei como está. Er hat sich eigentlich auf einen Kampf eingestellt auf drei Runden, auf volle drei Runden, denn der Cengiz ist ein starker Mann. Aus Deutschland ist bekannt mit all diesen Kämpfen, wo er abgemacht hat. Und die Entscheidung ist nicht von Tigran, von Andrius, sondern die kommt von vom Arzt, und da kann er auch nichts dafür, und das ist damit muss man leben halt. Das haben wir gerade mit Cengiz gesprochen, auch er hat gesagt, ist nicht die Schuld seines Gegners, war die Schuld des Arztes, hat da viertes Verständnis für. Jetzt hat der Ringrichter gesagt, ein Rückkampf wäre schön. Cengiz wollte sich dazu erstmal noch nicht äußern. Was ist denn seine Meinung zu einem eventuellen Rückkampf? Ist ja doch ein unschönes Ende gewesen. Cengiz, il était demandé, il a eu l'interview tout à l'heure, il a demandé si Andrius il veut combattre de nouveau contre Cengiz. Cengiz, il n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que lui, il pense? Il está falando que tem cara chamado que quer lutar contigo. O que tu pensa em lutar com esse cara? Que cara? Como tá com ele, Luiz? Cengiz. Cengiz. Eu não conheço, eu não escolho oponente. Se tiver o meu peso, eu vou lutar com ele normal. Ele não pode fazer o adversário, não importa aqui. Se ele bater no Poir, ele combate. Sobald das Management zusagt, geht's los. Kein Problem. Okay, dann würde ich das gar nicht länger machen als nötig. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Und ja, super Kampf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön.